Sehr häufig haben wir in der Wissenschaft exponentielle Abhängigkeiten von Größen, oft mit der Zeit, beispielsweise beim radioaktiven Zerfall oder beim Abklingverhalten einer Schwingung. Man kann derartige Funktionen daran erkennen, dass die Halbwertszeit eine Konstante darstellt. Man kann diese Funktion auch daran erkennen, dass wenn man sie logarithmiert und gegen die Zeit aufträgt, eine Gerade erhält. Diese Vorgehensweise ist in der Wissenschaft weit verbreitet. Man biegt sich eine Funktion gerade, kann dann sehr schön die Kenngrößen der Gerade, Achsenabschnitt und Steigung ermitteln und daraus die Funktion präzisieren. Um eine Exponentialfunktion gerade zu biegen, muss man den Logarithmus anwenden. Wenn eine Größe in Natur oder Technik in einem sehr großen Rahmen variieren kann, dann ist es sinnvoll, diese Größe logarithmisch aufzuteilen. Das menschliche Ohr kann sehr leise und sehr laute Vorgänge wahrnehmen. Es kann Schalldrücke wahrnehmen, die um den Faktor 100.000 und noch mehr differieren. Deshalb hat sich hier eine logarithmische Skala durchgesetzt, die Dezibelskala. Da die empfundene Lautstärke mit dem Quadrat des Schalldruckes einhergeht, hat sich folgende Skala etabliert. Man dividiert den aktuellen Schalldruck durch die Hörschwelle, quadriert, nimmt den dekadischen Logarithmus und multipliziert mit 10. Man kann den Exponent 2 auch vor den Logarithmus ziehen, dann hat man 20 log p durch p0. 6 Dezibel Lautstärkeunterschied bedeutet eine Verdoppelung des Schalldruckes. 100 Dezibel Lautstärkeunterschied bedeutet eine Verhunderttausendfachung des Schalldruckes. Eine wichtige Rolle spielt in der Chemie die Protonenkonzentration. In neutralem Wasser beträgt diese 10 auf minus 7 Mol pro Liter. In sauren Medien, wie etwa Zitronensaft, 10 auf minus 2 Mol pro Liter. Und in basischen Medien etwa 10 auf minus 11 Mol pro Liter. Auch hier hat sich eine logarithmische Skala durchgesetzt, die pH-Skala. Der pH-Wert ist definiert als negativer dekadischer Logarithmus der Protonenkonzentration in der Einheit Mol pro Liter. Neutrales Wasser hat also den pH-Wert 7, Zitronensaft den pH-Wert 2 und eine alkalische Lösung den pH-Wert 11. Man kann mithilfe des Logarithmus bestimmte Funktionen in eine geraden Form überführen, gerade biegen sozusagen. Wenn wir etwa eine Potenzfunktion y gleich x hoch n vorliegen haben, beide Seiten der Gleichung logarithmieren und jetzt log y gegen log x auftragen, erhalten wir eine Nullpunktgerade, deren Steigung n entspricht. Die Funktion y gleich x Quadrat hat in der doppellogarithmischen Auftragung die Steigung 2. Die Funktion y gleich dritte Wurzel aus x hat in der doppellogarithmischen Auftragung die Steigung 1 Drittel. Auch eine Exponentialfunktion können wir in eine Gerade überführen, wenn wir eine einfachlogarithmische Auftragung wählen. In dem Fall erhalten wir aus der Steigung der Auftragung die Basis. Wir haben eine Zerfallsfunktion i gleich i0 mal e hoch minus t durch tau, sollen die Halbwertszeit tau ermitteln. Wir dividieren erstmal beide Seiten der Gleichung durch i0, sodass wir den Exponentialterm auf der rechten Seite isolieren. Jetzt logarithmieren wir beide Seiten der Gleichung, erhalten ln i durch i0 und auf der rechten Seite minus t durch tau. Wir bringen den Logarithmus nach rechts und die Halbwertszeit tau nach links, indem wir entsprechend dividieren, erhalten dann tau gleich minus t durch ln i durch i0. Wir können das Argument des Logarithmus noch invertieren und erhalten dann t durch ln i0 durch i. Der Logarithmus ist die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion. Das bedeutet, der Logarithmus a von x zur Basis a ist x. Genauso ist a hoch Logarithmus von x gleich x. Der Logarithmus kann aus einem Produkt eine Summe machen und aus einer Potenz ein Produkt. Wichtig ist der natürliche Logarithmus zur Basis e, den man mit ln abkürzt. Wir können einen Logarithmus von einer Basis auf die andere umrechnen.